Wir haben derzeit eine sehr interessante Konstellation an den Finanzmärkten. Es ist so eine Stimmung, egal was passiert, es wird gut, denn es kann nur gut gehen. Denn wenn wir uns mal die Optionen überlegen, entweder wir haben einen Sieg von Donald Trump, dann ist auch gut, dann wissen wir, was wir bekommen. Oder wir haben wahrscheinlich dann einen Sieg von Joe Biden, dann haben wir zwar höhere Steuern, stärkere Regularien, aber wir haben den ganz dicken Stimulus und das ist doch auch gut. Dementsprechend ist alles gut, egal was passiert, ist gut. Die Wahl wird nicht so eng, das hat man jetzt inzwischen sich so zurechtgelegt, was man vorher gefürchtet hat, scheint jetzt so ein bisschen beiseite geschoben und dementsprechend sind die Aktienmärkte nach oben gegangen, weil sie sagen, okay, entweder wir bekommen jetzt Stimulus oder wir bekommen ihn halt nach der Wahl und wenn er nach der Wahl kommt unter einer möglichen Biden-Regierung, dann wird er umso größer, also was sollen wir uns Sorgen machen und so entsteht diese Rallye, die sich charttechnisch durch diesen Ausbruch jetzt so ein bisschen angekündigt hat, dazu später mehr. Aber schauen wir uns zunächst mal an, das, was heute, was insgesamt wichtig ist. Hier sehen wir mal die History der Republikanischen Partei jetzt in Sachen Stimulus in den letzten Monaten. Im Juni hat man noch gesagt, nee, Stimulus brauchen wir nicht. Dann hat man im Ende Juli gesagt, okay, 1 Billion könnte sein, Ende August 1,3 Billionen, dann wieder Rückzieher, September, Mitte September 500 Milliarden, dann wieder Ende September 1,6 Billionen, dann Anfang Oktober, nee, wir brauchen keinen Stimulus, jetzt sagt man, okay, wir machen so ein Hilfen für mittelständische oder kleinere Firmen, für Airlines und die Stimulus-Schecks, $1200 pro Person und jetzt heißt es vor allem von Donald Trump, go big, wir wollen große Zahlen, denn Donald Trump will seine Wiederwahl irgendwie damit sichern und das ist insofern interessant, als dass go big nur 3 Tage nach dem Zeitpunkt kam, wo Donald Trump getwittert hat, ja, wir brechen jetzt die Stimulusgespräche ab. Also es ist eine schwierige Konstellation und vor allem Trump will groß einsteigen in diesen Stimulus. Viele Republikaner wollen das allerdings nicht und das wird sozusagen ein großes Problem. Jetzt sagt auch Mitch McConnell eben in Referenz auf diese Uneinigkeit der Republikanischen Partei, also das wird eine schwierige Geschichte vor der US-Wahl. Vor allem McConnell sagt, Mensch, das, was Pelosi machte, die versucht sozusagen ja natürlich die Chancen der Demokratischen Partei zu erhöhen. Die Republikaner sind vorwiegend fixiert jetzt auf diese Richterin Amy Barrett, die sie durchdrücken wollen beim Supreme Court, während der Stimulus für viele Republikaner gar nicht so wichtig ist. Also das ist jetzt eine schwierige Konstellation, die die Aktienmärkte allerdings auf die bestmögliche Weise eingepreist haben. Optimismus ist eine schöne Sache, solange er funktioniert. Schauen wir uns hier nochmal an, was Trump jetzt starten will. Er will nämlich jetzt jeden Tag eine Kampagne, eine Rallye machen, will also sozusagen Auftritte haben. Und natürlich vor allem in den Swing States, die also umkämpft sind in diesen Staaten wie Florida oder Ohio. Ohio sagt ja, guck mal, da sind jetzt 5000 Ballots wieder gefakte worden, also diese Briefwahlgeschichte schon, also jetzt die Attacke auf die Briefwahl, ob diese Wahl sozusagen so reibungslos vonstatten geht, wie die Aktienmärkte jetzt annehmen, das wage ich mal zu bezweifeln. Und das spiegelt auch der VIX wieder, respektive der Spread, also die Differenz zwischen dem November und dem Oktober. Future des VIX, der Oktober-Future enthält ja praktisch nicht die Wahlen, die sind am 3. November. Der November-Future aber sehr wohl. Wenn wir also einen hohen Spread haben zwischen dem November-Future und dem Oktober-Future, dann heißt das, dass hier manche doch mit einer Unsicherheit rechnen, mit großen Schwierigkeiten rechnen. Und wir sehen, dass hier der Spread wieder größer geworden ist. Mithin also an diesem Markt eher mit Problemen gerechnet wird, während die Aktienmärkte mit eben diesen Problemen nicht rechnen. Hier haben wir jetzt mal eine Analyse von Goldman Sachs, die sagen, okay, was sind denn die verschiedenen Szenarien? Wir haben einen Divided Congress, also praktisch eine Kammer bei den Demokraten, eine Kammer bei den Republikanern, dann wäre sogar ein weiteres Potenzial bis 3700 Punkte drin, das wären fast 10%, Mitte 2021 wären sogar dann 19% der S&P bei 4000 Punkten, nicht schlecht. Democratic Sweep, also wenn die Demokraten alles gewinnen, Abgeordnetenhaus, Senat und dann auch den Präsident stellen, dann wären wir bei 3400 Punkten, also so um und bei da, wo wir jetzt sind, 3800 Punkte Mitte 2021. Und wenn wir eine Contested Election haben, also praktisch eine Wahl, die angezweifelt wird, die angefochten wird, dann wären wir bei 3100 Punkten.
Das halte ich für optimistisch. Wenn es da wirklich hart zur Sache geht, dann dürften die Aktienmärkte sehr, sehr nervös reagieren. Aber schauen wir uns diese Aktienmärkte mal an. Schauen wir uns den S&P 500 an, in den Charts von Capital.com. Meine Damen und Herren, da sehen wir hier diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir hatten hier diesen Widerstand im Bereich um und bei 3400 Punkten. Jetzt haben wir diesen Widerstand überwunden und theoretisch ist dann Platz praktisch von diesen beiden Schultern zum Kopf, die hier umgedreht sind, invers sind, das wären dann um und bei 3600 Punkte, dann wären wir bei einem neuen Allzeithoch, aber dann muss alles gut gehen, aber so weit ist es gar nicht mehr dahin, weil wir jetzt schon ein Stück weit diese Strecke gemacht haben, diesen Ausbruch gemacht haben, allerdings sind wir jetzt natürlich im kurzen Zeitfenster schon ein bisschen überkauft, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und die Hoffnung kann eben auch noch weitertragen. Aber es wird jetzt schwieriger, weil wir jetzt eben so an dieser 3500er Marke fast schon sind. 3493, 95 ist Widerstand. Hier sehen wir noch kurz vor dem Verfall im März, als es diesen Crash gab. Da waren wir an diesem Niveau, hatten damals einen Boden ausgebildet, der jetzt allerdings als Widerstand fungiert. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sozusagen hier Parameter eintreffen, Muster eintreffen, wie sie in den letzten Wahlen eingetroffen sind, dann würde das bedeuten, wenn die Aktienmärkte jetzt weiter nach oben gehen, dann wird der Amtsinhaber bestätigt. Das würde bedeuten, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Jetzt sind wir allerdings in diesem Modus, ja egal wer gewinnt, es geht sowieso nach oben. Dementsprechend ist die Frage, ist dieses Szenario noch gültig, dass normalerweise die Aktienmärkte fallen, wenn der Amtsinhaber abgewählt wird und steigen, wenn der Amtsinhaber dann doch siegreich bleibt? Das ist die große Frage, die sich jetzt hier stellt und wir schauen mal, ob sozusagen dieser Optimismus wirklich gerechtfertigt ist. So oder so sehen wir, dass natürlich die Amerikaner schon wahnsinnig viel Geld auf die Kacke hauen, auf Deutsch gesagt, das ist immens. Hier sehen wir das Budgetdefizit, das dürfte so bei minus 17% liegen, UK bei minus 14%, da ist Europa und Japan noch etwas moderater, Europa sogar minus 9% nur in Anführungszeichen, sind gigantische Summen gleichwohl. Wir hangeln uns also von Stimulus zu Stimulus und die Frage ist auch natürlich, was soll eigentlich der nächste Stimulus bringen? Okay, da ist dann ein bisschen Party, dann haben vielleicht ein paar Leute einen Scheck und können nochmal 1000 Dollar oder 1000 Euro, keine Ahnung, nochmal ausgeben. Aber löst das das strukturelle Problem? Nein, das heißt, wir hangeln uns ohnehin nur noch von Rettungsmaßnahme zu Rettungsmaßnahme und das ist eigentlich keine gute Voraussetzung für robuste, gesunde, aus sich selbst starke Aktienmärkte nach meiner Auffassung. Hier sehen wir mal das Twin Deficit, also praktisch das, die Budget Balance und das Current Account Balance und da haben die Amerikaner praktisch sowohl was das Handelsbilanzdefizit anbelangt, als auch was sozusagen generell das Minus anbelangt, was man jetzt in Relation zum BIP macht, eigentlich die negativste Situation weltweit vor Kanada, Brasilien, Chile und Neuseeland. Auffallend, dass immer relativ viele angelsächsische Länder in diesen Statistiken jetzt führend sind, in Sachen Stimulus, in Sachen Defizite, in Sachen Geld, was man da reinpumpen muss, sind fast alles Dienstleistungsökonomien, sehr stark orientiert auf Dienstleistungen, auf Service, weniger auf Produktion. Das rächt sich jetzt ein Stück weit. Jetzt schauen wir uns mal an, was eigentlich die Konsequenzen sind in Sachen Devisenmärkte und der Dollar ist sehr, sehr wichtig. Ich hatte das versucht in den letzten Videos immer wieder zu betonen und man kann vielleicht als Faustregel sagen, naja, was gut für Biden ist, ist schlecht für den Dollar und umgekehrt, denn Biden würde aus Sicht der Märkte bedeuten höheres Defizit, denn da würde wahrscheinlich mehr Schulden aufgenommen werden, das würde den Dollar belasten und wir sehen, dass eben der Dollar praktisch genau spiegelverkehrt agiert zu den Aktienmärkten. Wir sehen hier oben den Dollarindex und unten den S&P 500 in der Monatsperformance, also monatlich, wie das so gelaufen ist und wir sehen, wenn der eine rot ist, also Verluste verzeichnet, dann verzeichnet der andere Gewinne und umgekehrt. Also das ist schon eine relativ enge Korrelation. Mithin also, wenn Biden gewinnt, so würde diese Logik bedeuten, wird der Dollar schwächer, was für die Aktienmärkte wiederum gut ist.
Stimulus ist das Thema, das hier der Fall ist. Wir sehen das insgesamt, wenn wir uns mal jetzt seit der Wahl 2016 die Performance der verschiedenen Sektoren anschauen. Energie natürlich ganz, ganz mies abgeschnitten, hat -52%, während Tech hier mit 160% führend ist vor Healthcare. Das sind diese beiden Gewinnerbranchen, in deren Aktien sehr, sehr gut gelaufen sind. Aber Tech könnte bald gefährdet sein, nicht nur durch die Politik der USA, wenn Biden gewinnen sollte, wenn die Demokraten gewinnen sollten, dann könnte es für die Tech-Firmen schwieriger werden. Und jetzt will die EU offenkundig eine Hitlist erstellen, will also die großen amerikanischen Konzerne, die hier in Europa auch dominant sind, ein bisschen ans Band legen, ein Halsband umlegen. Das würde für diese Firmen durchaus Probleme bereiten, würde die Profitabilität des Geschäftes deutlich verringern, wie hier die Financial Times schreibt. Und wir haben interessante Dinge aus China. Dort hat man jetzt praktisch die Währung abgewertet, den Yuan abgewertet, der ja sehr stark zum US-Dollar aufgewertet hat. Da wurde offenkundig der Yuan zu stark aus Sicht von Peking. Also was hat man gemacht? Man hat gesagt, okay, wer jetzt den Yuan shorten will, wer also auf fallenden Yuan spekulieren will, der muss nicht mehr 20% Marge hinterlegen, sondern 0%. Der kann das also relativ locker tun. Mithin also eine Einladung, Mensch, verkauft doch euren Yuan. Das hat man vorher mit diesen 20% gemacht an Margensicherheitshinterlegung, damit eben das Kapital nicht rausgeht aus dem Yuan. Also praktisch diese Kapitalflucht aus dem Yuan der Fall ist. Jetzt sieht man, dass sozusagen eher eine Flucht raus aus dem Dollar der Fall ist, weswegen jetzt Peking versucht, den Yuan zu schwächen. Auch das ist sprechend. Das zeigt sozusagen auch ein Stück weit die Verschiebung von Machtverhältnissen. Jetzt muss China schon versuchen, seine Währung nicht zu stark aufwerten zu lassen. Vor kurzem, wie gesagt, war das alles noch anders. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. In den USA heute Feiertag, so ein halber Feiertag, Columbus Day, das heißt, die Anleihenmärkte sind geschlossen. Die Aktienmärkte handeln, aber wohl unter relativ dünnem Volumen, so darf man vermuten. Wir haben jetzt also diese Alles-wird-gut-Rallye, egal was passiert, es ist gut, aber das Leben lehrt einen doch, dass es verschiedene Optionen gibt, verschiedene Wege gibt und nicht alle sind gut, nicht alle sind sozusagen optimal. Dementsprechend habe ich ein gesundes Misstrauen mittelfristig gegenüber dieser Haltung, die sich jetzt hier breit gemacht hat. Das kann kurzfristig noch ein Stück weiter funktionieren, aber mittelfristig werden wir mit dieser Haltung ziemlich gegen die Wand fahren, da bin ich mir relativ sicher. Jetzt wünsche ich allerdings erstmal einen guten Wochenstart und sage Servus und Ciao.